Hallo, es geht weiter bei Guild, bei der nächsten Folge, nämlich die Folge 13 ist heute dran. Mit dabei ist Loris und? Kranicha. Eigentlich muss man es andersrum machen, ne? Ja, ich weiß es nicht. Ich laufe jetzt einfach mal los. Hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Hier war dieses kleine Monster, was uns immer versucht hat zu rufen. Und Da ist es Moment, auch schon da ist wieder. es auch schon. Sie will uns helfen, das wollen wir aber nicht. Okay, sie läuft jetzt wieder weg. Ich gehe mal geduckt. Okay, also ich würde sagen, wir vertrauen ihr nicht. Siehst du irgendwo eine Tür, wo ich da vielleicht hinlaufen kann? Ich weiß noch, dass ich in Panik Okay, warte, vor sie läuft dem. jetzt rechts und ich denke, wir müssen da unten runter. In Panik vor dem Monster weggelaufen bin und dann in so eine Tür reingekrabbelt bin. Oder in eine Klappe oder sowas. Okay, es läuft aber ein bisschen holprig. Ah, hier ist eine Tür, oder? Nee. Guck vielleicht mal in die Karte rein. Okay, ja, ich bin schon wieder ein bisschen panisch. Ich verstecke mich jetzt ja gerade da wunderbar. Ja. Und eigentlich sieht das so aus, als müsste ich hier lang, oder? Keine Ahnung. Hallo. Nein. Na, dass ich jetzt hier Ja, runterlaufen probier muss. mal. Okay, ich warte jetzt aber nur, bis das nette Fräulein wieder zurückgelaufen ist. Okay, ist aber lieb von dir, aber das musst du nicht. Es sieht mich oder es sieht mich nicht. Was meinst du, es hat Ja, das mich? hatte ich. Aber es hat Angst vor Licht, kann das sein? Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Okay. Hast du eine Idee, wo ich hier langlaufen kann? Das ist ja hier alles so gemütlich. Okay. Ah, hier ist ein Inhalator. Aber ich weiß leider nicht, wo ich hier hin muss. Also, vielleicht nochmal auf die Karte gucken. Mist, Mist, Mist. Kommt nicht hinterher, oder? Das ist da. Hallo. Jetzt kommt's. Es hat mich ja. Das ist irgendwie so ein bisschen träge. Ja, ich habe leider keine Idee, wo ich hin muss und du anscheinend auch Schau nicht. doch auch mal auf die Karte. Das ist verschlossen. Da links ist ein Schacht. Weißt du noch, am Ende der letzten Folge, da bin ich doch von dem Klappergestell geflüchtet und in so einen Schacht geklettert. Aber wo? Ja. Das ist die Frage. Links wäre vielleicht eine Idee. Hast du gesehen, wo? Da musst du jetzt mitgucken einfach. Ja. Ich kann mich ja auch nicht bücken irgendwo und da lang laufen, ne? Hallo? Ja, Loris, also hier kommen wir nicht weiter, wie du siehst. Hier ist verschlossen von der anderen Seite. Falls du irgendwelche Ideen entwickelst auf dem Weg, sag gerne Bescheid. Ja, da links jetzt. Hier? Hier hinten links? Nee. Nee. Okay. Ach so, das war nur der Aufzug. Okay, dann jetzt weiter geradeaus. Da lang? Nein. Wo? Da Hier? weiter? Ja. Aber wo? Oh. Das ist aber böse. Unangenehm. Ja, Loris, leider kommen wir nicht weiter. Du sagst auch nichts. Ich weiß es auch nicht, wo lang. Schauen wir nochmal zusammen in die Karte. Du kannst auch zoomen mit A. Ah, das weiß ich doch. Ja. Also wir sind hier. Hinter uns ist der Fahrstuhl.
Da unten waren wir gerade eben, da ist verschlossen von der anderen Seite. Links komme ich nirgends lang. Bei dem Monster, Mädchen waren ja diese Vorhänge, aber da kam ich ja auch nicht irgendwo rein. Da ist eine riesige Statue, die einen goldenen Vogel in der Hand hält. Der kleine Vogel passt wohl zur Haupttür, aber ich komme nicht dran. Also entweder müssen wir irgendwas mit der Statue machen, die ja da vorne frontal vor uns steht. Ja, also da ist ja auch dieses die Seil ist und da Ketten. So, aber da kann ich ja leider nichts machen. Und hier können wir auch nicht irgendwo weiter. Dann würde ich einfach versuchen, wieder mit dem Fahrstuhl runterzufahren. Dass wir da irgendwas finden. Oder geht hier irgendwas weiter? Da oben oder so? Nee, ne? Jetzt haben wir uns halt oben umgeguckt und müssen irgendein Werkzeug finden, um die Ketten zu sprengen. Klingt interessant. Hier geht's ja nicht weiter. Hier ist der Schacht noch verschlossen. Ich guck nochmal in die Karte. Irgendwie waren wir doch schon überall, ne? Ja, da außer da, wo verschlossen ist. Genau, da ist verschlossen. Und vielleicht sollen wir doch nochmal zur Statue? Nee, ne? Ich weiß nicht. Das steht da einfach, ne? Ja. Was war hier mit der Tür? Versteck dich nicht. Ah, das war wieder dieses Kunstzimmer. Okay. Tschüss. Der goldene Käfig ist auch hinten an der Tür, ne? Ja, genau. Und da kamen wir ja nicht weiter. Ich guck nochmal, ob da vielleicht doch noch ein Hinweis ist. Der Umriss eines Vogels. Sieht aus wie ein Rätsel. Kann's nicht einmal leicht sein? Nee, leider nicht. Umriss eines Vogels. Okay. Also der Vogel ist von der Statue in der Hand gehalten, ne? Genau. Würde ich sagen. Und da ist sie, ne? Die große Statue ist damit gemeint. Und oben sind ja die Ketten, aber ich kann die ja nicht irgendwie wegmachen. Jetzt sind wir hier, zum Schulhof kommen wir ja nicht zurück. Da links ist der Kunstbereich mit diesem unglaublich netten Mädchen. Ja. Ja, soll ich vielleicht doch nochmal im Büro kurz gucken? Oder hier nochmal kurz lang? Oder wir übersehen irgendwas im ersten Stock. Aber ich habe da halt auch nichts gesehen. Du ja auch nicht. Aber es lag vielleicht auch daran, weil ich immer schnell laufen musste. Was war eigentlich hier? Genau, da hattest du ja die Cola-Dose gegengeworfen, aber das hat nichts gebracht, ne? Das ging nicht, nee. Und da müssen wir irgendwie anders den Strom abkappen. Ja, und der kommt da von der Wand, von dem Raum da irgendwie. Okay, also hier sehe ich leider auch nichts weiter.
Aber dann wäre vielleicht auch hier angezeigt, wichtiges Objekt. Hm. Also ist ja der Quarz, aber da komme ich ja nicht ran wegen dem Strom am Boden. Ja, aber wo kommt denn der Strom her? Das wäre jetzt so meine Frage. Der müsste ja dann eigentlich... Von oben, von der Halle, ne? Von links kommen, ja. Ja. Kannst du da vielleicht mal nachgehen? Mhm. Hier war auch nicht noch irgendwas drin, ne? Wir haben alles weggenommen. Mhm. Okay. Das sind zwei Ketten da oben, oder? Ja. Ich weiß nicht, von welcher Seite wir da oben waren. Oder ist es nur eine dicke Kette? Nö, nee, zwei Ketten. Bewegt sich auch irgendwie, ne? Siehst du das? Nee. Nee. Wieder unheilvolle Musik. Also da müsste der Strom herkommen, aber da sieht man jetzt nicht irgendwie einen Schalter. Nee, leider nicht. Also hier sieht man ja auch noch den Cola-Automaten, aber da ist auch nichts weiter. Mal doch mal was, kann ich ja. Was soll ich machen? Was mal? Wir sind doch jetzt im Kunstbereich. Ja, das stimmt. Ja. Okay, kannst du vielleicht mal die Farbe holen? Bei dem netten Mädchen? Ja. Nee. Einer muss Kreide holen. Ja. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Nee. Ich hol's Klassenbuch. So, hier komme ich nicht durch, wegen dem Feuer. Ich hab dich lieb. Oh, das ist aber nett. Ich hab dich lieb. Hallo. Klapper, klapper. Ist sie nicht entzückend? Geht. Möchtest du meine Freundin sein? Ja, aber ich denke doch im zweiten Stock. Was meinst du? Aber ich finde da nichts. Ich bin da so panisch wieder. Ich renne dann so umher und bin verfolgt von den Mädchen. Dann. Ich bin ja eigentlich auch überall lang gelaufen. Ich habe nichts gesehen. Dann schauen wir nochmal, ob wir was an den Ketten ausrichten können. Aber wir haben ja nichts. Da ist diese Figur. Siehst du, jetzt bewegt sich doch da oben was. Ja, so Glibber. Ja, okay. So, und da oben ist dieses, ist die Kette festgebunden. Ja. Ich möchte aber nicht vertrauen. Ich gehe jetzt wieder weiter. Tschüss. Ich wünsche euch noch eine schöne Party hier unten. So, hier hole ich den Fahrstuhl, ne? Ja. Bing. Ja, oder den Strom hier unten ausstellen, aber ich weiß leider nicht wo. Ja. Okay, ich fahre jetzt erstmal nochmal nach oben und mit der Kette, denke ich, bräuchten wir ein Werkzeug. Mhm. Ich gucke einfach. Einfach nochmal hier irgendwie. Da ist überall Feuer. Ist das vielleicht so ein Auge? Könnte sein. Aber wie komme ich da ran? Das Glas? Ja, von hier kann ich nicht durch. Siehst du? Ja. Das wäre jetzt aber optimal. Leider sehe ich hier überhaupt keinen Weg irgendwie vorbei. Aber das wäre toll, wenn wir irgendwie dahin kommen. Ich gucke mal kurz in der Karte. Da ist der Fahrstuhl. Ich habe keine Idee, wie wir da reinkommen. Was ist denn mit dem Klassen... Da, wo Schrift ist, unten links.
Ja. Oder auch oben links, siehst du? Ja. Na, da kommen wir ja nicht durch, weil da Gerümpel steht. Leider nicht, nee. Und hier auch nicht irgendwie eine Treppe oder so, ne? Hm. Weil manchmal ist ja so eine Treppe und man geht dann einfach nach oben und dann krabbelt man oben lang. Nix, ne? Ja. Okay, also hier sind die Ketten. Da kann ich auch nichts machen. Hm. So, die Statue ist in Ketten und mehr kann ich nicht machen. So, hier ist so, siehst du, da ist eine Treppe. Siehst du es jetzt? Nee. Hinter dem Feuer ist ein Gerüst und da ist eine Treppe. Ah. Ja, das habe ich gerade eben nicht gesehen. Sehr gut. Ja, ich bin halt wirklich auch so ein bisschen ängstlich. Eine Leiter, meinst du? Ja, was habe ich gesagt? Treppe. Ah, siehste. Hat doch gar nicht so lange gedauert. Schnell weg hier. Wieso komme ich nicht rein hier? Ducken. Super. So, jetzt sind wir so weit wie beim Ende des Videos. Des letzten. Ach, hier warst du schon. Ja, aus Versehen. Und ich hatte viel weniger Gesundheit. Warum haben wir uns das nicht gemerkt? Hier ist der Käfig. Tja. Warum haben wir den Käfig dann letztes Mal nicht untersucht? Weil wir ausgemacht haben. Okay. Aber wir holen jetzt alles nach. Warum rumpelt das hier so? Ja, das ist halt immer, dass es hier irgendwo mal rumpelt. Ich guck mal ganz kurz. Ah, jetzt sind wir hier. Okay, da ist der Vogelkäfig. Und dann geht's hier weiter. Was ist da hinten? Da leuchtet's. Da blinkt was, ja. Du warst hier das letzte Mal? Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Ich bin nur die Treppe hoch und dann haben wir gesagt, Schluss. Schluss jetzt. Ach echt? Ja, ja. Und warum haben wir uns nicht gemerkt, dass es die Treppe da hochging? Wenn ich mich jetzt nicht nochmal so umgeguckt hätte. Weil es eine Leiter ist. Würden wir jetzt wahrscheinlich... Ja, Leiter, Treppe, Entschuldigung. Ah. Du kannst auch einfach länger laufen. Ah. Ja, da jetzt ist dieser Feuerlöscher da. Na guck. Endlich, so wie dieses Blitzgerät, haben wir eine neue Eigenschaft. Gut. Achso. Okay, aber im Moment brauchen wir es nicht. Aber ich probiere es nur mal aus. Mhm. Zack, super. Ist das denn auch endlos? Ja, sieht so aus. Das ist cool. So ein typischer Feuerlöscher halt. Mhm. Okay. Okay, ich glaube, das kriege ich jetzt hin. Probieren wir mal, um die Ecke brennt. Vielleicht, hier oben? Ja, da ums Eck. Ja. Super. Ja, schön. Ist nicht heiß mehr. Die Glut. Kann man rüberlaufen. Mhm. Kann man rüberlaufen. So, vielleicht finden wir noch einen Inhalator oder eine Batterie. Hallo? Okay, ich lösche gleich das Feuer. Ich will nur mal ganz kurz gucken, ob wir hier was machen können. Oh, wann löscht sie endlich das Feuer? Ach Mann. Wir wissen, wie es weitergeht. Ach nee, nicht die Batterie. Ja, da weißt du mal, wie das ist, wenn du irgendwie nicht das zu Ende machst. Mhm. Mal von unten. So ungeduldig, Loris. Ja, ja, hast du noch nie Feuer gelöscht? Nee. Ich auch nicht. Einfrieren, aber wie denn? Auch mit Feuerlöscher? Ja. Oh, das ist jetzt sehr toll. Das macht ja Spaß. Jo. Gut, Loris? Jo. So wieder ungeduldig. Oh nein, was denn jetzt? Oh nein. Ah, das war ja doof. Na dann nochmal. Cheep. Das ist ja doof. Ich hätte schneller machen müssen, ne?
Ja. Okay, also ich friere das ein und was mache ich dann? Dann läufst du nicht in die Pfütze, sondern weiter. Einfach durchlaufen. Einfach durchlaufen. So, jetzt fängt das gleich wieder an, ne? Ja, du kannst auch einfach dann laufen. Ja, aber ich wollte erstmal gucken, warum das gleich wieder angegangen ist. Okay, ich soll einfach durch. Okay. Loris, hältst du es noch aus? Es geht. Oh, Mensch, Loris. Wir wollen noch hier in Ruhe spielen. Das Kalkranicher steht für... Können wir hier nochmal gucken? Dann soll ich die auch löschen mit einem Feuerlöscher? Hm, probier mal. Autsch. Zack. Ach nein, da ist schon wieder dieses Mädchen. Gespeichert. Ja? Ja. Guck mal, ich bin so angespannt, dass ich das gar nicht mitbekommen habe. Alle weg hier. Ich komme. Du kannst mir vertrauen. Ah, du musst jetzt durch die Tür, da ist nichts. Und da wird sie sein, ne? Mhm. Uff. Ich hab dich lieb. Bist du froh, dass du jetzt endlich den Feuerlöscher hast? Ja. Gut. Du auch? Ja. Okay. Oh nein. Oh nein, was mache ich bloß? Da frage ich mich auch. Weißt du, wo ich lang muss? Ja. Denke mal, du kannst an den Ketten mal ein bisschen Gefrierbrand üben. Mhm. Oh. Oder hier das Feuer löschen, aber es bringt jetzt löschen. Auch nichts, ne? Auf jeden Fall sind da diese Augenmonsters. Da rechts auf der Ecke ist zum Beispiel eins. Rechts? Hinten? Na, da jetzt geradeaus. Aber da komme ich ja auch nicht ran. Ah, meinst du? Okay, hast recht. Gucken mal ganz kurz auf die Karte. Mhm. Also da kommen wir jetzt nicht vorbei, weil da dieses Grümpel, noch der Grümpel im Weg steht und da oben hatte ich jetzt auch nicht gesehen, wo wir da lang kommen. Ja. Die Treppe sind wir ja gerade hochgegangen. Also überall brennt es ja ein bisschen. Mhm. Da oben ist irgendwas, siehst du das? Ach so, das ist dieser Vogelkäfig. Das ist der Vogel. Ja. Der in die Tür muss. Dieser Vogel. Sieht aus. Genau, aber da komme ich ja nicht ran. Fehlt. Ah. Von hier aus komme ich nicht ran. Genau, aber wie kommen wir denn da ran? So. Hier vielleicht mal rechts rum, da ist doch so ein brennendes Auge. So, für den Anfang. Wo ist das denn? Geh mal geradeaus. Also erstmal hier an jetzt. An dem Monster links, ne? Vorbei. Ja. Das steht da einfach jetzt rum erstmal. Und jetzt links? Kommst das du da dran? Auch nicht, oder? Nee, da ist ja überall diese Scheibe im Weg, oder? Vielleicht so?
Vielleicht so. Nee. Siehst du? Ja. Okay. Hab's zuerst gesehen. Hallo, da bist du ja. Wo warst du denn so lange? Du könntest ja jetzt mal probieren, das einzufrieren, das mach ich auch. Monsterchen. Aber es läuft da eh noch langsam. Ich sehe leider auch nicht, wo wir gleich weitergehen können. Du? Hm. Nee. Es läuft ein bisschen langsam, ne? Ja. Also vielleicht mal den Feuerlöscher an der Kette ausprobieren. Oder... Und hier komme ich ja auch nicht runter, leider. In den ersten Stock gehen, da hat man da vielleicht noch Bereiche, die brennen. Und das ist eine gute Idee, da mache ich das mal. Okay. Was ist denn das für ein Feuerlöscher? Ist der mit Kohlendioxid oder ist das... Da müssen wir so nochmal beim Hersteller nachfragen, ne? Ja. Das sind nochmal wichtige Fragen. So, ich guck mal wieder auf die Karte. Hier, da kann ich das doch einfügen. Ah, sehr gut. Nützlich aus. Aha. Hm. Aha. Sehr schön. Ich sehe leider nichts. Mach doch dein Licht an, Cornelia. Mach ich ja. Ach los, du bist schon wieder so ungeduldig mit mir. Aber ich ja selber auch. War das jetzt einfach nur, um hier was einzusammeln? Ja. Ach so. Als Übung. Okay. Ja. Das hatte ich ganz vergessen, dass da dieses Monster auch noch steht. Also hinten rechts brennt, da würde ich mich jetzt mal hinbewegen. Mhm. Aber ich glaube, da war auch nichts, ne? Also da konnte man auch nur drum rumlaufen. Aber wir haben dieses Plasma-Dings-Kirchen. Ah, da könntest okay. Du die, ja, den Quarz holen. Im Office. Den Quarz meinst du, ne? Den Quarz, du. Du kannst mir vertrauen. Vielleicht ist das so ein spezieller Kettenspreng-Quarz. Mhm. Probieren wir aus. Hm? Tatsache. Ja. Ich dreh durch. Ja. Oh Mann, ich hab mich irgendwie verlaufen. Was machst du denn? Ja, ich hab mich verlaufen. Man sieht hier auch so schlecht. Aha. Oh Mann. Okay. Puh. Ja, das war dunkel da. Du hast es geschafft. Ja. Ja, du musst da einfach nur geradeaus durchlaufen. Ja, ja. Nicht an der Wand hängen bleiben. Hallo. So, Loris, warte gleich. Das war doch so ein Schacht gewesen. Oder waren wir da schon? Da waren wir schon. Da sind wir ja sonst immer reingelaufen. Ja? Ja. Ja? Ja, wir sind sonst von hier gekommen und sind dann da rein und haben dann hier diese Monster gesehen. Stimmt. Ja, Loris, dann würde ich sagen, dann mache ich Schluss und du bist dann die nächste Runde dran. Du bist ja so ungeduldig und willst endlich auch mal den Feuerlöscher ausprobieren. Ich bin überhaupt nicht ungeduldig. Ein wenig.
Ja, ich, also, ich würde gern... Würdest du es auch gerne mal spielen? Mal was spielen. Okay, dann machen wir das so. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Wir schließen. Tschüss. Tschüss.